Und herzlich willkommen zurück zu der vierten Folge Let's Play FIFA 13, der Karrieremodus. Und zwar haben wir ja in den letzten zwei Folgen die ersten zwei Spiele bestritten und jetzt folgt noch das dritte Vorbereitungsspiel und danach geht es dann auch schon los mit der Bundesliga. Wir haben ja zusätzlich noch für den Mats Hummels ein Angebot abgegeben, beziehungsweise ein Kaufangebot. Und ja, da bin ich jetzt gespannt, ob das was wird oder nicht. Auf jeden Fall stürzen wir uns doch gleich in das dritte Vorbereitungsspiel. Ja, ist jetzt auch noch nichts kommen von Mats. Ja, der wird sich schon melden, wenn er Interesse hat. So. Auf jeden Fall habe ich wieder... Jetzt habe ich ja zwei, drei Tage, glaube ich, Pause gemacht mit dem Aufnehmen und jetzt habe ich dann doch wieder richtig Bock, weiter zu zocken, die Karriere. Ja. Mit dem hier mache ich das jetzt einfach. Da müssen wir eigentlich ein bisschen Gomez auswechseln und den Müller reinbringen. Den haben wir im letzten Spiel die Chance gegeben. So gut sah das ja schlussendlich dann doch nicht aus. 1:1 ist es ja, glaube ich, ausgegangen und ja, ich glaube, wir sind da sogar noch in der letzten Minute einen wahnsinnigen Konter reingelaufen, wo Spanner noch gescheppert hat. Jo. Ach du Scheiße. Naja, gut. Ja, auf jeden Fall hoffe ich jetzt endlich mal, dass ich das jetzt endlich mit dem Ton hinbekomme, mit dem Headset. Da ja doch ein paar Folgen, auch in Resident Evil, einfach mal so der Ton vom Headset, keine Ahnung, dann einfach mal verschwindet und man dann wieder da ist. Und ich lade jetzt einfach trotzdem hoch, die Folgen sind zwei Folgen, vielleicht drei. Habe mich jetzt halt umentschieden, ich nehme meinen Live-Kommentar nicht mehr über die Elgato Hardware auf, sondern ich habe mir jetzt extra ein Programm noch dafür besorgt, extra für Audiodateien und werde die jetzt damit aufnehmen und nachher einfach drüber legen. Hier ist die Allianz Arena auf den Kommentatorenplätzen. Ja, geht jetzt halt nicht anders. Hoffe, ihr habt da dadurch nicht irgendwelche Qualitätsverluste oder so, aber ich versuche es jetzt. Also kann es ja nicht weitergehen. Ja? So, da haben wir auch den Anstoß. Und hoffen, dass wir das dritte Vorbereitungsspiel noch positiv für uns beenden können. Es regnet. Heute werden wir nochmal ein paar Spielern auch ein bisschen Zeit geben, die auf der Bank sitzen. Ja. Danach geht es ja schon mit der Bundesliga los. Das war schon mal ein ganz schwacher Pass. Toni Kroos. Ribéry. Das eröffnet manchmal traumhafte Möglichkeiten, aber so ein Steilpass, der muss auch ankommen. Da hat er sich das ein bisschen gestolpert drüber. Über den Ball. Ah ja, da machen wir natürlich ein bisschen Platz, das war sehr schön. Ah, da entwickelt sich möglicherweise. Und nochmal rüber. Und da ist er nicht drin. Also so eine Chance und dann ist der Ball nicht im Tor. Ja, so kann es halt gehen im Fußball. Ne? Aber dann hat man sogar noch das Netz gestiftet. Ja, aber die erste Torchance für uns, für den FC Bayern München. Ja, schön mit Händen gearbeitet. Immer wichtig. Und da läuft der Außen. Bringt die Flanke, aber da steht niemand. War leicht zu weit für den in der Mitte, aber der war auch von zwei Spielern gedeckt. Da können wir doch mal von hinten. Oder auch nicht. Wir müssen jetzt aber am Drücker bleiben. Ja. Gar nicht weiter aufhören da, wenn man schon mal ein leichtes Powerplay hat. Aber jetzt habe ich was scheiße gemacht. Gut, der nutzt es nicht aus. Doch, er nutzt es aus. Und da auch der Chip-Versuch. Sie treten hier wirklich als gutes Team auf. Wie man ja von mir schon gesehen hat. Aber auch der ist kläglich gescheitert. Ja, die spielen ja mit den hohen Bällen. Ja, noch keine Probleme.
Ja, das war doch mal ein schöner Spielzug. Ja, der war ganz, ja. Ach Gott, ach Gott. Ja, es regnet halt, da darf ich vielleicht dann doch nicht zu stark die Pässe setzen. Da die sich... Oh, nicht mal faul. Also ich habe das jetzt eigentlich als faul gesehen, aber wenn der Schiri nicht pfeift, dann pfeift er halt nicht, oder? So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. So, das war mal sehr schön. Jetzt kommt jetzt auch mal ein bisschen Platz. Muss ich aber nochmal drehen. Ah. Ja, im Moment fehlen mir ein bisschen die Ideen nach vorne, doch irgendwas auf der Reihe zu bekommen. Da wir auch fast gar nicht die Möglichkeit haben, noch schnell nach vorne zu spielen, weil die Abwehr, die Viererkette da hinten, die steht einfach, die steht und steht und ja. Aber jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Da können wir den ablegen und oh! Alter. Klasse Zuspiel. Ja gut, das war halt die zweite Chance und wieder kläglich vergeben. So. Haben wir den Ball irgendwie gewonnen. Sauber gespielt und er war sauber zur Stelle und konnte die Gefahr dadurch. Kann er den nochmal reinflanken und. Oh! Den muss er machen! Den muss er machen! Und den macht er nicht. Und das ist jetzt die. Nimmt ihn mit dem Kopf! Muss er noch reinmachen, geht aber ganz knapp daneben. Schade, schade. Also da wird es mir dann doch schon immer leicht tippelig, ja. Und so eine Chance vergibt. Aber es ist ja gerade mal die erste Halbzeit und wir spielen ja hier klar besser bis jetzt. Ja, ja. Ja, da ist er ja fast der 11. Feldspieler. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht und es war wichtig, dass er hier rauskam. Lahm. Genau, da kann er mal außen laufen ein bisschen. Gomez. Eigentlich hat er sich da klasse durchgesetzt. Aber wurde dann doch nach außen gedrängt. Super gespielt, der Ball. Gut, erste Halbzeit vorbei, 0-0. Denke, wir sehen hier ganz klar besseres Bayern. Leider kein Tor in der ersten Hälfte. Aber das Tor haben wir trotzdem noch nicht getroffen. So, jetzt können wir dann aber mal auswechseln. Alaba kann man mal runternehmen, kann man mal Boateng für bringen und nachher Bartstuber nach außen. Timoschuk kann man gerne mal bringen. Für Basti dann. Basti Schweinsteiger. Wie könnte man denn noch bringen? Ja, komm, bringen wir noch den Mandzukic noch für den Gomez. Ja, ja. Und starten wir doch in die zweite Halbzeit. Finde ich übrigens sehr komisch, dass man in Vorbereitungsspielen nicht die, wie üblich ja bekannt, die 7 Auswechslungen zur Verfügung hat, man hat trotzdem bloß die 3, finde ich, ja, find ich ein bisschen doof, aber drei neue Spieler in der Partie und der Ball läuft wieder, während ja einige der Zuschauer in der Allianz Arena noch nicht wieder ihren Platz eingenommen. Und müssen die natürlich auch mal zeigen, was sie können, sonst spielen die hier gar nicht mehr. Und da setzt er sich klasse frei, aber da kommt niemand mit irgendwie. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Weil er behält den Ball irgendwie am Fuß. Da machen wir ein bisschen Doppelpassspiel. Ja, dann. Ah. Aber der Befreiungsschlag geht nach hinten los. Zugunsten von Franck Ribéry. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Vorbei der Konter. Was willst du machen? So, jetzt. Jetzt machen wir unser Tor, ich wette da drauf. Oh, noch nicht. Mit all seiner Routine, ganz Ruhe in dieser Situation, klärt er da. Ein wunderschönes Zuspiel. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen und wird, steht wohl ein ja, Wechsel bei schön, den schön, erstmal gehalten noch. Ja, den nimmt er irgendwie nicht an, warum auch immer. Also das ist jetzt wieder ein schwaches Spiel, was ich hier zeige. It's time for a change. Wechselzeit.
muss man ganz ehrlich gestehen. Und das macht er klasse. Das macht er klasse. Und verdientes, doch verdientes 1:0. Für unseren Gegner, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte. Nicht kann. Valenciennes. Scheint französisch zu sein. Ja. Spielt auch keine Rolle, diese Valenciennes. Führen auf alle Fälle 1:0. Ist ja scheißegal, wie die heißen. Ja, gut. Erste Halbzeit war mir klar besser, zweite Halbzeit die. Und von dem her muss ich dann sagen, ist doch das verdiente 1:0 für die. Der erste Chance gleich getroffen. Entweder wir gleich 1:0 aus, oder das ist Blamage pur hier. Ja. Wenn wir als Trainer gleich mal erstmal gekündigt, gefeuert. So eine Leistung. 1:0, 1:1, 1:0 verloren, 0:1. Und da bekommt er Unterstützung. Oder sogar noch höher, nein, nicht höher. So, jetzt haben wir doch mal ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz haben wir jetzt mal. Und da wird er wieder festgehalten. Das ist doch Wahnsinn, ey. Ein herrlicher Pass. Oh, meine Güte, ey. Kriegt den Ball nicht über die Linie. Nicht mal auf die Linie. Nicht mal in Richtung von der Linie. Das sieht ja richtig scheiße aus. Bei dem sieht aus, als hätte er eine Verletzung am Hals. Ja, so eine Halskrause. Aber das... Ach du Scheiße. Im Moment ist es nicht gut da, was die zeigen. Stolpern über ihre eigenen Füße. Da hat er noch die Flankenmöglichkeit. Oh. Ey! Hätte man den vielleicht annehmen sollen? Ah, ich weiß es nicht, ey. Oh! Gut, jetzt haben wir nochmal ein bisschen. Ein bisschen Platz. Da unten sollte dann irgendwie nur einer laufen. Der läuft auch. Ja, da kommt was auf uns zu. Der Pass kommt an. Ja, der Pass kommt an. Und da haben wir wenigstens das 1:1. Shaqiri. Weltklasse auf engen Raum gespielt. Jawohl. Denn einfach muss reingedrescht. Ja. Gibt ja so Spieler, die dann noch mit ihrer Hickelhackel, Schnackelzeug und Sachen kommen. Ja, mach hier nicht. So Blödsinn. Einfach rein das Ding. Oh, da haben die aber wieder die Chance und versagen kläglich. Aber wie kann man den daneben schießen? So weit. Gut. Sehr gut, ja. Es ist doch Zeit, zumindest für einen Angriff. Vielleicht fällt jetzt doch noch das entscheidende Tor. Oh. Sogar nochmal einen schnellen Freistoß. Und das Tempo soll hochgehalten werden. Das Tempo muss hochgehalten werden. Oh! Oh! Ja, gut. Letzte Chance vergeben. 1:1 geht's aus. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet wieder ein und... Ja, bis zum nächsten Mal und bis bald, euer Atze Joker.